Na gut, Leo, dann nimm dir die Waffen aus der Kiste raus und rette Lamis Eltern, verstanden? Ei, ei, Captain, ich werde auf jeden Fall meine Großeltern retten, also Lamis Eltern, oh, die sind in Gefahr. Na gut, Polizeioberkommissar, danke für die Waffen, ich werde jetzt meine Großeltern retten. Ei, ei, Kapitän Leo, los und rette sie. Ja, auf jeden Fall. Und hey, Freunde, ich bin's, Leo. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, im letzten Video hat das Dämonenmädchen meine Großeltern entführt. Also Lamis Eltern. Die wurden eiskalt von dem Dämonenmädchen entführt. Die hatte einen fiesen, fiesen Plan mit dem Game Master geschmiedet. Und die haben jetzt meine Großeltern. Das ist gar nicht gut. Aber Leute, wenn ihr wollt, dass ich meine Großeltern rette, dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal und gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Das würde mich ganz, ganz freuen. Und jetzt müssen wir ganz, ganz schnell auf den Weg machen. Irgendwo oben müsst ihr sein, bei der Kirche. Ich hoffe, meine Großeltern leben noch. Oh, oh, sonst wird Lami auch ganz, ganz traurig sein, wenn das Dämonenmädchen seine Eltern anfasst. Oh, schnell, Freunde. Wir gemeinsam müssen jetzt die ganze Situation retten. Da ist die Kirche, Freunde. Ich glaube, ich schleiche mich ein bisschen von links an. Hier von der Seite. Vielleicht sehe ich irgendjemanden. Oh, Freunde, Tatsache. Hey, was sagen die da? Soll ich euch was verraten? Diese zwei Gräber habe ich persönlich aufgegraben. Aber warum das denn? Und sag mal, wie heißt du denn eigentlich? Oh, naja, diese zwei Gräber sind für zwei sehr, sehr tolle Personen gedacht. Und du willst meinen Namen wissen, oder? Also dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin Laura, das Dämonenmädchen. Und diese zwei Gräber sind für dich und für dich. Wartet mal, stopp mal. Für mich und für sie heißt das, du willst uns dort lebendig vergraben? Lebendig? Nein, nein, nein. Ich werde euch davor erstmal umschnetzeln. Ja! Stehen bleiben! Was machst du denn hier, kleiner Leo? Nein, nein, nein. Sag mal, hast du uns etwa belauscht? Ich hab meine Großeltern gesucht und ihr seid in Sicherheit. Hey, Leo, wolltest du uns etwa retten? Wow, du bist wirklich so, so mutig. Oh, Leo, du bist wirklich Lamis Kind. Du bist wirklich so, so mutig und tapfer, dass du uns retten wolltest. Ja, natürlich will ich meine Großeltern retten. Und jetzt zu dir, Dämonenmädchen. Verschwinde oder ich muss auf dich schießen. Oh, komm doch her, dann werde ich halt deine Großeltern und dich zusammen erledigen. Das ist nicht möglich. Ich hab Waffen von der Polizei bekommen. Warte mal, du hast Waffen bekommen? Das ist aber unfair. Ich habe keine Schusswaffe. Ich habe nur eine Kettensäge. Oh, Mist. Und jetzt deswegen verschwinde. Komm her. Ich werde dich zersehen. Aua, warum tut das so weh? Ja, ich weiß was. Ich rufe den Game Master an. Genau. Game Master, bitte kommen. Hey, wir müssen verschwinden, bevor der kommt. Na gut, Leo, lauf los. Bevor die wieder aufwacht und der Game Master kommt. Die sind ganz, ganz gefährlich. Hey, was war das denn für ein Abenteuer, Schatz, oder? Wow, so ein Abenteuer haben wir lange nicht mehr erlebt. Wartet mal, das war kein Abenteuer. Das war ganz, ganz gefährlich für euch. Das Dämonenmädchen ist doch böse. Hey, Schatz, ich glaube, der Kleine weiß nicht, dass wir uns auch selber verteidigen konnten. Hey, Leo, du musst wissen, wir sind auch starke Kämpfer. Warte mal, ihr seid auch stark? Ich dachte, ihr seid schon alt und gebrechlich, weil ihr seid doch meine Oma und meine Opa. Aber das heißt doch nicht, dass wir alt und gebrechlich sind. Wir sind immer noch starke Krieger und ich habe in meinem Rucksack auch immer Waffen dabei. Warte mal, du hast ja wirklich einen Rucksack. Genauso wie Papa, der hat in seinem Rucksack auch immer Waffen dabei. Ja, Lami ist ja auch mein Sohn, das hat er alles von mir gelernt und ich muss wirklich sagen, Leo, du bist ein tapferer Krieger, du wirst genauso wie dein Vater. Wow, ihr seid wirklich ganz, ganz große Helden. Oh, so langsam mache ich mir Sorgen, wo sind denn die ganze Zeit meine Eltern, als ob die jetzt so lange spazieren gegangen sind? Vielleicht sollte ich mal nachsehen, na gut, sind ja meine Eltern, ich muss mich ja um die sorgen. Mama, Papa, wo seid ihr? Oh, warte mal. Ist das etwa Leo noch da vorne bei meinen Eltern? Hallo, was macht ihr hier drei? Hey, Papa, ich hab Oma und Opa gerettet.
Warte mal, wie, du hast Oma und Opa gerettet? Was ist denn hier passiert? Hey, Mama und Papa, sag mal. Lustige Geschichte, also es war wirklich ein Abenteuer. Und der Kleine, also dein Sohn, ist wirklich sehr, sehr mutig, Lami. Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Der Kleine hat uns gerettet, das Dämonenmädchen hat uns entführt und die wollte uns umschnetzeln. Aber dann kam der kleine Leo und hat sie erschossen. Oh, warte mal, was? Du hast das Dämonenmädchen erschossen? Ja, aber ich hab sie nicht getötet. Ich hab die nur umgeschnetzelt. Die liegt jetzt auf dem Boden. Warte mal, was ist denn hier alles vorgefallen? Und davon habe ich gar nichts mitbekommen. Hey, Freunde, ihr solltet doch Kommentare schreiben, wenn irgendwas passiert. Oh Mann, ich hab das hier alles verpasst, wollt ihr sagen? Hey, das ist doch nicht schlimm. Außerdem hat Leo deinen Job sehr, sehr gut gemacht. Der hat uns verteidigt und gerettet. Wow, Leo, dafür bekommst du auf jeden Fall ein paar Videospiele. Hey, ich möchte auch ein paar Videospiele haben, Lami. Oh Mann, ey, du bist immer noch ein Quassel, genauso wie damals. Ja, das bin ich wohl. Aber ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir jetzt wieder nach Hause fahren. Ganz genau, wir müssen jetzt auch mal wieder nach Hause fahren. Oh, okay, dann bringen wir euch einfach zum Bahnhof und dann sehen wir uns irgendein anderes Mal wieder. Aber hoffentlich doch. Aber davor, bevor wir euch besuchen kommen, müsst ihr erstmal das Dämonenmädchen endgültig besiegen. Oh ja, das müssen wir. Und das machen wir noch, Leo, oder? Natürlich. Und die Zuschauer müssen uns immer in die Kommentare schreiben, was das Dämonenmädchen und der Game Master für Pläne schmieden. Ganz genau, Freunde, habt ihr gehört? Ihr müsst es immer in die Kommentare schreiben. Oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hey, Laura, was ist mit dir? Steh auf! Ich muss dich heilen! Der kleine Leo, ich werd ihn umschnetzeln! Sag mir doch erstmal, was ist hier passiert, Laura? Ich dachte, du wirst die Eltern von Lami hier töten! Das war auch so geplant, aber der kleine Leo kam mir wieder dazwischen und hat seine Großeltern gerettet. Oh, das geht ja mal gar nicht. Ich möchte ihn einfach nur endlich umschnetzeln. Oh, dieser kleine Racker. Ich werde ihn auf jeden Fall mit meinen eigenen Händen noch umwürgen. Oh, aber mach mal halblang. Wir müssen erstmal einen neuen Plan schmieden. Oh, am liebsten würde ich einfach in die Haus laufen und das ganze Haus in die Luft jagen. Und diesen kleinen Leo, den töte ich noch. Aber Laura, beruhig dich doch, denn in der Ruhe liegt die Kraft, das weißt du doch. Wir müssen jetzt erstmal einen neuen Plan schmieden. Hey, und ihr dürft unsere Pläne nicht verraten, ihr kleinen Verräter. Ja, genau ihr, die Lami-Zuschauer. Nur wegen euch versagen wir immer. Aber ihr werdet noch sehen, wir werden die Lami-Familie komplett vernichten. Hab ich recht, Laura? Oh ja, und wie du recht hast. Oh, und ich glaube, ich habe da schon eine kleine Idee. Aber diesmal werde ich unseren Plan nicht den Zuschauern verraten, damit die das nicht in die Kommentare schreiben können. Das ist eine gute Idee. Wir werden unsere Pläne nicht mehr verraten. Tja, das passiert wohl, weil ihr uns immer verraten habt. Oh Mann, na gut, Mama und Papa, wir sehen uns dann bald wieder, oder? Da hoffe ich doch. Aber besiegt erstmal das Dämonenmädchen. Oh ja, und vergiss nicht, auf deine Frau Emily immer aufzupassen, ja? Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Mädchen. Oh, ich danke euch. Na gut, dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Oh, ich muss sagen, Oma und Opa sind wirklich ganz, ganz nett. Oh, hab ich doch gesagt. Meine Eltern sind wirklich mega lieb. Aber Freunde, hat euch diese Folge gefallen? Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, Freunde. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und schreibt in die Kommentare, was hat das Dämonenmädchen wieder vor? Wir müssen diesmal einen mega, mega guten Plan schmieden. Vielleicht, Freunde, vielleicht schreibt ihr einfach einen Plan, wie wir zusammen das Dämonenmädchen und den Game Master besiegen können. Vielleicht könnt ihr uns ja sagen, wo das Geheimversteck von denen ist. Oh ja, und das könnten wir einfach mit Bomben bewerfen. Wow, das wird ganz viel Spaß machen. Ganz viel TNT. Das kannst du laut sagen. Na gut, Freunde, abonniert den Kanal und bis morgen. Tschüssi. Ciao. Freunde, ich habe eine ganz, ganz wichtige Nachricht an euch. Und zwar, Freunde, wie ihr hier seht, ich habe jetzt endlich einen TikTok-Account. Dort heiße ich Lami-TT. Dort müsst ihr mir auf jeden Fall folgen, wenn ihr auch TikTok habt. Und Leute, dort werden auf jeden Fall mega coole Videos folgen. Deswegen folgt mir einfach auf TikTok.